Franz Fühmann, Die Richtung der Märchen. Die Richtung der Märchen. Tiefer. Immer zum Grund zu. Irdischer. Näher der Wurzel der Dinge, ins Wesen. Wenn die Quelle im Brunnen nicht springt und ratlos die Bürger sich staunen, hält Hans, hebt den Stein, der im Wasser liegt, da hockt eine Kröte darunter. Die Kröte muss man töten, dann springt der Quell wieder rein. Die Spindel fiel in den Brunnen, das Mädchen sprang in die Tiefe, unten tat sich ein Pfad auf, der führte zur weisen Frau. Die lohnte gerecht mit Gold oder Pech, im Lande, tief unter dem Brunnen. Als er gegen den Drachen zog, musste der Held den Schacht hinab, den Drachen in der Höhle zu treffen. Er sagte, lass mich hinunter, und wenn ich vor Angst an den Strängen zerre, dann folgt mein Zahn nicht, lasst mich noch tiefer hinunter. Und je mehr ich zerre, umso tiefer lasst mich hinunter. Und sie ließen ihn hinunter, und er zerrte. Und sie ließen ihn tiefer hinab, und er kam zerrend in die Höhle. Und er besiegte den Drachen, dem Grund zu, die Richtung der Märchen, dem Grund zu, wir zerren an den Strängen, dem Grund zu, wir zerren an den Strängen, dem Grund zu, wir zerren an den Strängen, dem Grund zu, wir zerren an den Strängen. Dem Grund zu, wir zerren an den Strängen.